Meine Damen und Herren, ich werte das Urteil des Bundesverfassungsgerichts als Weckruf. Wirtschaftspolitik neu zu denken, das muss das Gebot der Stunde sein. Braucht es ein Heizungsgesetz, wenn man den gleichen CO2-Einspareffekt durch den Emissionshandel zu einem Bruchteil der Kosten finanzieren kann? Wir brauchen eine breite, angebotsorientierte Wirtschaftspolitik, die Wachstum stärkt. Das schließt neben den Investitionen in die Infrastruktur, Bürokratieentlastung, Verfahrensbeschleunigung natürlich auch die Steuerpolitik mit ein. Früher hätte man gesagt, es können sich alle klugen Akteure zusammentun. Die einen wissen als Lohnpolitik, dass sie nicht übersteigern dürfen. Dann hat die Geldpolitik den Spielraum, schneller die Zinsen zu senken. Und der Staat begleitet das durch eine vernünftige, angebotsorientierte Politik, die auch das Wachstum stärkt. So weit sind wir hier in diesem Land leider nicht, dass wir das wieder reaktivieren können. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Es gibt vier große Dinge, die die wirtschaftliche Lage der letzten 10 Jahre haben gut werden lassen. Es war günstige Energie, es war enormer Fachkräftezuzug, es war eine Niedrigzinsphase, wie sie dieses Land noch nie gesehen hat, und es war eine Reformagenda von der Reformagenda 2010. Und diese Reformagenda, sie ist jetzt aufgefrühstückt. Wenn man als Deutschland klimaneutral werden will, muss man Schulden aufnehmen. Es geht nicht anders. Und deswegen muss man die Schuldenbremse reformieren. Und ich bin eigentlich ganz bei dem Vorschlag von Herrn Hüter, dass man sagt, alles, was Investition ist, kann man auch über Schulden finanzieren. Und das klingt jetzt pathetisch, aber es ist doch klar, worum es hier geht, nämlich um das Überleben. Ich wehre mich noch ein bisschen dagegen zu sagen, wir schaffen es nicht, die vielen Unternehmerinnen und Unternehmer, die hier sitzen, schaffen es nicht, in 22 Jahren noch weitere Wege zu finden, wie wir diesem Klimawandel Herr bekommen. Und das ist ja eigentlich das Geschäftsmodell, was unsere Firmen haben. Wir wollen ressourcensparender werden. Warum kaufen die Leute neue Autos? Weil sie weniger Benzin verbrauchen. Warum arbeitet Airbus an spritsparenden Antriebsarten und. Also das ist doch unser täglich Brot, dass wir versuchen, ressourcenschonender umzugehen. Ne? Und deswegen diesen Pessimismus oder dieses sehr statische Denken, da fehlt was, da müssen wir das dahin tun und dann noch irgendwie durch einen Eingriff des Staates, der das alles besser weiß. Also da wollte ich einen kleinen Widerspruch einlegen.